Gerd Morgan, Trainer des Herbstmeisters TuS Schillingen. Herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet Ihnen die Herbstmeisterschaft? Die Herbstmeisterschaft bedeutet mir, dass die Mannschaft sich für ihre bisherige Saison belohnt hat und hochverdient eben auch jetzt da steht, wo sie jetzt steht. Wobei jetzt in den letzten paar Spielen haben wir sicherlich so ein bisschen Probleme, da kommt jetzt ein bisschen Druck dazu und so weiter. Da haben wir unsere spielerische Linie vielleicht ein bisschen verloren jetzt so die letzten Wochen, aber das wird auch wieder kommen und wenn man jetzt sieht, wie wir uns da durchgekämpft haben, alle Hochachtung für meine Auch heute, ihr hättet euch nicht beklagen dürfen, wenn Zeven bis zur Halbzeit auch das ein oder andere Tor schießt, ne? Das ist richtig, aber die haben es nicht geschossen. Was soll ich mir Gedanken machen darüber, ob die so die Bälle nicht reingemacht haben. Klar hatten sie Chancen, das ist eine sehr gute Mannschaft, die der Thomas da zusammen hat. Und Ehrang hat hier verloren und wir haben hier gewonnen. Und das ist, glaube ich, aussagekräftig für mich genug. Jetzt der Fokus schon so ein bisschen auf übernächste Woche, auf dem Spitzenspiel gegen Pluvich, oder ist das noch weit weg? Das ist weit weg. Wir haben jetzt einen nächsten schweren Gegner und das ist die Gisela Schweich vor der Brust, gell, wo wir auch wieder auf Kunstrasen spielen müssen, wo wir heute auch gemerkt haben, dass wir da Probleme haben, viele flache Bälle zu spielen und auch in unser Kombinationsspiel dadurch zu kommen. Und wir konzentrieren uns voll auf das.